Kalimera, Freunde, und herzlich willkommen hier bei Kreta TV. Wir sind für euch wieder unterwegs, und zwar diesmal sind wir hier im Bergdorf Kurnas. Das Bergdorf Kurnas ist ein mittelgroßes Dorf, circa ungefähr 650 Einwohner, und ist von Kavros 5 Kilometer entfernt. Und zwar, wir sind zu Gast heute bei Elena. Hallo Elena. Hallo und hallo zusammen. Du bist ja hier, also du wohnst ja direkt in Kurnas und hast jetzt eine Massage-Lounge neu gemacht. Ja, wir wohnen hier schon 5 Jahre auf der Insel, in Kurnas schon ungefähr 4 Jahre. Aber wir brauchten immer so eine extra Location für die Massage, weil die Wohnungen sind immer so klein und ja, manchmal ist es schwer, es ist nicht so professionell, zu Hause die Massage zu machen. Aber wir haben diese schöne Wohnung gefunden und ich habe extra für die Massage diesen Raum, diese Massage-Lounge arrangiert. Die Location, ich finde, das ist auch sehr wichtig, weil man kann hier in dem Dorf mehr entspannt sein. Wenn man den Umgebung schon sieht, ist es man schon ein bisschen mehr wie in Urlaub und mehr entspannt bei dieser Location. Du bist ja ausgebildete Masseurin. Ja, ich bin ausgebildete Masseurin. Das habe ich schon 25 Jahre lang her gemacht in Rumänien bei den Top Professional Skills School Christine Valmy. Aber danach habe ich 10 Jahre in Deutschland gearbeitet mit Ärzten, nicht Ärzten, aber Doktor von Chiropraktik in Amerika ausgebildet. So habe ich ein bisschen meine Technik mehr in diese Richtung, die medizinische Richtung entwickelt. Aber ich anbiete auch Entspannungsmassage, also von Entspannungsmassage bis zum stärkeren Sportmassagen, Fußreflex und Lymphdrainage. Für den Moment. Für den Moment. Du hast ja auch einen sehr schönen, ansprechenden Flyer designt. Ich zeige das mal kurz in die Kamera. Und dort hast du verschiedene Angebote und die Preise. Ja, natürlich für die regelmäßige Kunden oder die mehr als einmal bei Massagen kommen möchten. Ich habe auch Angebote und man hat Rabatten von 10 bis nach 30 Prozent Discount. Ja? So, wenn man so ein 5er Paket kauft, danach natürlich zahlt man viel, viel weniger. Ja. Also du bietest auch die Massagen nicht nur für Leute, die hier wohnen, sondern auch für alle. Urlauber. Ist für Urlauber, ist für alle. Sehr viele Urlauber kommen als Paar, als Pärchen. Natürlich hat man auch ein kleines Rabatt. Das, also meine Philosophie ist, dass man eine Massage nicht nur als Luxus zu machen oder zu sehen, sondern als Pflege, also regelmäßige Pflege. Deswegen, wenn man mehr Zeit bei mir verbringt, dann natürlich ist der Preis auch besser. Und du hast mal im Vorgespräch gesagt, dass du brauchst auf jeden Fall Voranmeldungen. Man kann jetzt nicht einfach hier vorbeikommen und sagen, ich brauche eine Termine Massage. Termine nach Vereinbarung, weil man muss auch den Location schicken. Ich möchte auch diesen Stand ruhig behalten. Und deswegen habe ich nicht ein großes Schild am Straße oder draußen, weil ich möchte nicht ständig Leute an meinem Tor haben, sondern wenn man einen Termin hat, dann kriegt man auch den Location von mir und so bin ich sicher, es wird auch ruhig für jeden Kunden. Wir werden natürlich auch deinen Google Point und deine Telefonnummer unten in die Videobeschreibung geben, damit die Leute sich bei dir melden können, ja, so einen Termin Idee ausmachen haben. Kann. Ja, weil viele je nach dem Kunden. Also manche, die melden sich immer noch in Hotels, aber ich habe jetzt nicht mit großen Hotels gearbeitet, weil die haben eigene Spas und ich möchte das auch nicht. Aber mit kleinen Hotels habe ich auch ein bisschen kooperiert. Man findet vielleicht die Flyers auch da. Und ja, man kann auch telefonisch mich erreichen. Ich bin auch auf Facebook, Google Maps, wie gesagt, Instagram, aber nicht so aktiv, aber fast überall. Ja. Es gibt ja in Kurnas sehr viele Apartmentanlagen. Es bist du da auch aus Flyer mit die Flyer? Ja, es gibt in Kurnas sehr viele Villas. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, bei dieser Villa zu erreichen.
Manche, die haben schon jemanden, das mit kooperieren. Manche will das gehören zum Gesellschaften. Und dann ist natürlich, man kann den Besitzer nicht so schwer erreichen. Aber langsam, langsam, ja, ich habe nur dieses Jahr angefangen, wie gesagt, nur 3 Monate ist das geöffnet hier. Und langsam, langsam, die Leute finden aus und am besten ist, wenn man so zufrieden ist, dann sagt man auch zu Freunden, ne, zu Familie und so kommen immer mehr Kunden und Gäste. Die Mundpropaganda ist ja sehr, ist sehr immer wichtig bestens, für dich. Ja, ne? Ja. Wie gesagt, ich habe auch in Deutschland 10 Jahre gearbeitet und das war immer so, ich habe da kein Flyer, keine Werbung gemacht, es war nur Mundpropaganda. Also die Aromaölen, es ist etwas, das ich seit Jahren testen und ich habe immer so eine Aromalampen da und ich sammle Ölen und jedes Jahr habe ich mehr und mehr. Natürlich mussten die Kunden gefragt werden, weil manche haben Allergien. Dann benutze ich ein Grundöl, ein ganz saftes vegetarisches Öl. Das ist sehr wichtig, also kein Nussöl, weil das kann auch Allergien geben. Viele Leute sind zum Nuss allergisch. So, ich habe ein vegetarisches Öl als Grund und dann kann man spielen mit den Aromaölen. Also es gibt auch Allergien gegen Düfte? Allergien gegen Düfte, ja, natürlich gibt es. Und man muss immer fragen. Deswegen eine Besprechung, bevor die Massage, eine kurze Besprechung ist immer nötig. Auch wenn man gar nichts hat, keine Operation, keine großen Probleme, man muss immer fragen. Ja. Aber meistens, wenn man einen Duft macht, ist es, diese Öl hilft auch. Das ist der erste Grund in Aromatherapie. Und wenn man sagt, ach, ich liebe Lavendel, Lavendel wird dich auch helfen zu entspannen. Kann man bei dir, sag jetzt mal, wenn du hast jetzt einen Kunden, ja, und der sagt, der Duft gefällt mir, kann man den Duft dann bei dir kaufen auch direkt? Momentan nicht, aber ja, ist es vielleicht für Zukunft, man weiß nicht. Nein, ich verkaufe nicht die Düfte. Ja. Das ist nur etwas, das ich benutze. Na gut, dann würde ich sagen, ich werde mich mal bereit machen für die erste Massage bei dir. Ganz gerne. So, Elena, also ich muss sagen, ich bin richtig jetzt tiefenentspannt. Ich freue mich. Es war wirklich eine sehr angenehme Stunde. Ich freue mich mit, sehr. Mit den Düften. Die Düfte, also die. Das, kurzzeitig war mir die Nase zu. Das ist normal, wenn man auf dem Bau liegt. Ne? Ja. Das ist den Druck hier auf die Sinus. Sinus, ja. Mhm.
Und auch hier beim Brust. Ja, und das ist Naja. normal, dass die Nase ein bisschen zugeht. Ja. Aber die Düfte, die helfen auch ein bisschen, ne? Aber ich muss sagen, das kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Ist eine Stunde Entspannung pur, möchte man sagen. Ja, natürlich, die ganze Körpermassage ist immer besser, weil man kann alles als Ganz behandeln und nicht nur so Stellen. Wir sehen nicht eine Stelle, sondern wir sehen den Immer ganzen Körper. ganzheitlich Ja, gesehen, ne? ja, ja. Also dann sage ich vielen, vielen Dank für alles. Ganz Wie gerne. gesagt, die Kontaktadressen, den Google Point und die Telefonnummer werde ich unten in der Videobeschreibung für dich verlinken. Und ich Unbedingt. hoffe, du hast natürlich sehr, sehr viele Anrufe. So, Freunde, das war ein kurzer Besuch bei Eleni und der Massage Lounge. Kontaktadressen, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung mit Telefonnummer und Google Point. Ja, wünsche euch noch auf jeden Fall einen schönen Tag und ich sage heute wie immer, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.